Scheiße, Freaks! Ah! Ich sehe sie, Bruder! Ah! Sind überall! Sind überall! Moin und herzlich willkommen zurück zu Days Gone. Wir sind gerade auf der Suche nach dem verzweifelten Boozer, der ein bisschen zu viel über den Durst getrunken hat und jetzt hier irgendwie alkoholisiert durch die zombieverseuchte Landschaft läuft. Hoffentlich finden wir den noch rechtzeitig, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Boozer, wo bist du? Booz! Nick, ich dachte, du kommst und wir trinken Bier und gehen ein Stück. Boozer, verdammt, wo bist du? Sieh dich einfach um und sag mir, was du siehst. Was ist da? Gib mir was Auffälliges oder so. Ich sagte doch. Sieh dir das an. Sieh dir was an, Boozer? Was ist da? Die Straße, die Straße. Wow, sie ist weg. Als ob sie irgendwer, keine Ahnung, einfach weggespült hat. Die Straße ist weg? Oh ja. Als hätte irgendwer einfach weggespült. Mhm. Weg! Ich laufe. Laufe. Huch, was habe ich jetzt gemacht? Oh Gott. Jetzt ist die Straße einfach weg. Wo gehst du hin, Boozer? Nach Hause. Da gehe ich hin. Nach Hause. Bleib einfach da, ja? Bleib, wo du bist. Such dir ein Versteck, bis du mein Bike hörst. Ich komme. Ich will mich nicht verstecken. Ich gehe nach Haus. Nick, nach Haus. Wo ist er jetzt? Warte mal. Wo ist der jetzt hin? Ach. Noch eine Bierflasche. Kaputte Straße, kaputte Straße. Er kann nicht weit sein. Wo war die Straße nochmal kaputt? Naja, dann wahrscheinlich da links, oder? Oder geradeaus? Geradeaus? Ach, ich kann... Okay. Ich darf leider... Das muss er sein. Ich guck mir mal alle Hinweise an, nicht, dass ich sonst keine volle Punktzahl kriege, wenn ich... Stiefel abdrücke. Bingo. Wenn ich nicht alles angucke hier. Ich brauche mein Bike. Was? Ah. Mein Bike kann ich hier nicht mitnehmen. Mein Bike kann ich hier nicht mitnehmen. Boozer, hörst du mich? Ich bin gleich da. Ich bin deinen Spuren gefolgt. So wie du es mir gezeigt hast. Boozer, komm schon, Mann. Bleib, wo du bist, ja? Hoppla. Da könnte ein Medkit drin sein, ich weiß. Ich ignoriere das jetzt. Ich will das jetzt mit dem Boozer hinter mich bringen und will dann endlich das für die Ricky endlich mal erledigen. Ah, da vorne ist er doch. Da ist er! Kleiner Abendspaziergang? Dick, wie geht's dir, mein Freund? Boozer, wo willst du hin? Nach Haus, da will ich hin. Wir können nicht zurück nach O'Leary Mountain. Nein, ich gehe nicht nach O'Leary Mountain, sondern Farewell. K.O. schlagen und aufs Bike cutten. Wir müssen dich... Solltest du lieber nicht tun, du Bruder. Willst mir eine reinhauen? Schön, dann reite ich ein. Los! Oh shit. Dann los! Schlag ihn K.O. Okay. Das ist es also. Das soll unser Ende sein. Verschwinde von hier, Mann. So läuft das nicht. Boozer, ha? Ich. Boozer? Als damals deine Lady starb. Was habe ich da gesagt? Was habe ich gesagt, ha? Du hast dich voll abgeschossen mit Whisky, wolltest dich zu Tode saufen. Was habe ich da gesagt? Du hast die Flasche ausgekippt, Mann, eine verdammte Verschwendung. Und du hast mir gesagt, wenn ich mich wirklich tot saufen will, dass du dann dabei bist. Alle für einen. Also wie gesagt, Boozer, war es das jetzt? War es das? Ist das unser Ende? Hm. Oh, ich glaube, die sind schlau und haben einen Weg gefunden. Verschwinden wir von hier. Ja, oh shit. Los, los, los! Ich mach ja! Na, dann mach schneller! Ach nee. Schulbus! Jetzt kann er plötzlich wieder gucken, oder was? Ich bin mit dem Schulbus gefahren. Oh, das ist toll, Bruder! Das ist echt toll! Schnell weg!
will mal kurz schauen. Scheiße, Freaks! Ah! Ich sehe sie, Bruder! Ah! Sind überall! Sind überall! Hoffentlich habe ich noch Sprit im Tank. Oh! Oh! Jetzt bloß keinen Fahrfehler machen, so wie vorhin am Baum. Ich glaube, ich hab's. Wenn jetzt nicht noch ein Wolf kommt oder sowas. Vielleicht nochmal kurz tanken. Das war der letzte. Jetzt sind wir sicher. Ich weiß. Wusste die ganze Zeit. Nicht schlecht. Ich hab's in einem Atemzug rausgeschafft. Hör zu. Ich wollte nur sagen, danke, Mann. Ehrlich. Rosa, hör mir zu, verdammt. Ich bin hier raus und du hast mir den Arsch gerettet. Mal wieder. Wirklich. Ich schulde dir was, Bruder. Nein, nein, Busa, ich schulde dir was, okay? Wenn du nicht wärst, dann wäre ich schon längst tot. Oder schlimmer. Hast du nicht gesagt, nichts ist schlimmer als der Tod? Kommst du klar? Oh, schön, wie ich die Dialoge immer abwürge, weil ich einfach zu schnell fahre. Dein Bett auf mich. Nur 65%? Ja gut, wahrscheinlich, weil ich... Ja, warum eigentlich? Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich da jetzt hätte besser machen sollen. Ich will jetzt das für Ricky machen noch. Kehre zu Iron Mikes Camp zurück. Ja, bin ich doch. Dick, hast du ihn gefunden? Ja, Ricky. Sprich mit Ricky, jetzt geht's doch bestimmt, oder? Ach, wie geht's ihm? Sagen wir einfach, er wird morgen einen höllischen Kater haben. Einen Kater? Gut, ich werde dran denken, wenn ich morgen früh um 6 Uhr. Sie ist anscheinend Bauchrednerin gerade. Sie spricht mit uns übers Mikrofon, aber bewegt die Lippen nicht. Dick, ich bin froh, dass es ihm gut geht. Das ist sehr witzig, wenn ich das mal so sagen darf. So, jetzt aber hier. Dick, eine Gruppe Männer war hier und ballerte rum. Als wir sie nicht reinließen, fuhren sie weg. Oh, Scheiße. Welche Richtung? Nach Westen. Aber sie fuhren nicht weit. Sie haben ein Camp nördlich von Eden Hill. Ich glaube, sie planen einen weiteren Angriff. Hä? Bitte sieh dir das mal an. Okay. Wollte sie nicht... Ich kümmere mich. Danke, Dick. Moment mal. Wollte sie nicht irgendwas mit einem Generator machen? Irgendwie? So an sich? Ich erinnere mich, dass da was war. Vor allem... Sie ist doch... Da ist doch eine Markierung. Warte mal. Das verstehe ich jetzt aber auch wieder nicht. Wegen Busas Arm. Triff dich mit Ricky. Ich bin doch hier. Ich bin doch da. Hätte ich das jetzt nicht machen dürfen, hätte ich die Mission jetzt nicht annehmen. Hä? Na toll, das ist jetzt so eine Nebenmission wieder gewesen, die ich jetzt... Ah, okay. Jetzt triggert's auf einmal. Alles klar. War ich wohl wieder zu schnell. Hey, Ricky, Tatsache. Kannst du mir einen Gefallen tun? Ja, was gibt's, Dick? Es geht um Busas Arm. Dieser Haken, den du gemacht hast, und der ist toll. Aber glaubst du nicht, es wäre besser, wenn er statt eines Hakens, keine Ahnung, vielleicht so eine Art Messer oder Klinge hätte, weißt du? Oh, warte. Hilf mir mal, danke. Also... Tut mir leid, also... Also, du willst wirklich, wirklich eine Klingenprothese für Busa? Naja, ich dachte, das heitert ihn auf, wenn er sich fühlt, als könnte er... Ich soll eine Kampfmaschine erschaffen? So würde ich das jetzt nicht nennen. Ich verarsch dich nur, Dick. Das ist eine tolle Idee. Ich checke mal die Vorräte und sage dir dann, was ich brauche. Okay. Aber wollten wir nicht irgendwie noch was mit dem Generator machen? Sie hat doch da nochmal nachgehakt so zwischendurch. Ich verstehe das jetzt gerade nicht, ehrlich gesagt. Oder habe ich das einfach verpasst, diese Mission? Komisch. Da bin ich gerade ehrlich gesagt echt ein bisschen verwirrt. Da muss ich mal in die Übersicht gucken, glaube ich, mit den Missionen. Ich bin jetzt echt nicht sicher, ob ich das nicht vielleicht sogar wirklich verpasst habe. Also, dann steht jetzt an... Drifter in Eden Hill. An sich. Wie sieht eigentlich mein Motorrad aus? Wie läuft das da? Mal gucken. Oh, ich muss mal reparieren. Komm, da investieren wir jetzt mal ein bisschen Schrott.
Da muss ich nicht mein Geld ausgeben. Sehr gut. So, ich würde sagen, das Drifter-Camp, das lösen wir noch. Und dann ist Feierabend für heute, glaube ich. Kannst du mal kurz Pause machen? Ich fahr kurz rechts ran, genau, für die Pinkelpause. Er hat etwas für dein Bike. Ich bin nicht sicher, ob ich genug Punkte habe. Wenn doch, komm vorbei. Wird sich lohnen. Copeland Ende. Was, der Copeland? Warte mal, der hat was für mein Bike. Okay, warte, das machen wir mal vorher noch. Ich will das Bike nochmal schnell pimpen. Machen wir da mal eine Schnellreise hier und dann lassen wir mal das Bike aufpimpen. Vielleicht kann ich dann die Kopfgeldmissionen besser machen. Dann fahren die mir nicht so schnell davon. Ich glaube, das ist schon sinnvoll. Geld haben wir ja auch ein bisschen. El Bobarino, 111 Cheers. Dankeschön. Vielen Dank. Gucken wir mal, was wir bekommen. Für unsere Knete. Für unsere sauer verdienten Zombie-Ohren. Bist du da? Ja, Dick. Hab noch gearbeitet. Mach auf. Eimer voll Scheiße. Okay. Oh, Scheiße. Also, er hier ist das, ne? Wem mach ich was vor? Mir fehlt es wirklich, da draußen zu sein. Hä? Was treibst du da? Ach so, ich muss es mehr wieder kaufen, stimmt. Ja. Und? Schon rausgefunden, was mit Sarah passiert ist? Nein, noch nicht. Aber das steht doch. Willst du dich von ihnen hinhalten lassen? Wisst ihr nicht, er kümmert sich drum, das dauert halt. Setz nicht zu viel Hoffnung auf ihn. Mehr sage ich nicht dazu. Ende. Den Benzintank 2 können wir uns leisten. Cool. Brauchst du noch was? Machen wir das mal, ne? Vertrauensstufe 3 für den Rahmen, okay. Lachgas. Da fehlen uns nur ein paar Ohren. Warte mal, wenn ich noch ein paar Ohren abgebe. Sieg, wie geht's dir? Damon. Vielleicht sind das ja die... Gut gemacht. Vielleicht ist das, was noch gefehlt hat. Mal gucken. Hey, Deke. Ich hab hier etwas für dich. Mike, hey. Was gibt's? Ricky gab mir eine Einkaufsliste. Scheint für Boozer zu sein. Ich soll dich anfunken. Okay. Wo ist Ricky? Ist mit Eddie unterwegs. Mehr weiß ich nicht. Jedenfalls braucht sie so ein verzinktes Metallrohr. So ein Ding vom Bau. Außerdem eine Carbonklinge, eine Art Jagdmesser und dann noch ein Stück Restmetall. Oh nein, eine Sammelaufgabe. Verstehst du das? Ja, Mike, wie du gesagt hast, ich frag da nicht. Dicken Ende. Okay, was brauche ich? Eine Klinge, ein Metallrohr und Schrott. Ach, verdammt, Ricky. So. Ein Metallrohr. Ein Metallrohr, aber nicht irgendein Metallrohr, ha? Huh? Ich muss eins von der Baustelle finden. Warte, warte, Sekunde, da war doch ein Haus, das umgebaut wurde in Marion Forks. Vielleicht finde ich da was. Das ist voll der Heldenshot gerade. Jetzt noch Sonnenaufgang und dann ist er perfekt. So, jetzt nochmal hier. Ich möchte bitte kaufen. Stimmt, Reifen, warte mal. Wir sollten auf jeden Fall mal in die Reifen investieren. Da haben wir noch gar nichts gekauft. Ich pack das für dich ein. Ja, sehr gut. Guck mal, jetzt haben wir nämlich mehr Traktion. Dann rutscht man nicht so krass. Wunderbar. Und wir haben immer noch genug im Tank. Sehr gut. Vielleicht nochmal speichern. Moment. Nochmal schnell speichern hier, sonst müssen wir das alles nochmal machen. So, und dann würde ich sagen, machen wir die Schnellreise. Iron Mike's Farm. Da kann ich schnell reisen. Dann machen wir das mal. Das ist nicht so weit weg. Tanken nochmal voll. Die Schnellreise wird es ja jetzt doch recht ausgezuzelt haben hier. Wir haben nur noch die Hälfte im Tank, genau. Beacon St. John, hier ist Mark Copeland. Ich wollte mich für die Sache mit deinem Bike entschuldigen. Nach allem, was du für das Camp getan hast. Naja, ich habe dich wohl falsch eingeschätzt. Wie gesagt, tut mir leid. Einmal tanken.
Nein, ey, ich bin ja am Tanken. Super. Habt ihr lange gewartet, hä? Ja, toll. Nicht mal tanken darf man in Ruhe. Töte ihn, schlag den Kerl kaputt. Genau, versuch's doch, das Schwein. Da heile ich mich einmal und lach kurz mal drüber. Das war wohl keine Selbstbedienung. Hoppla. Dann halt hier hin. Wenn da jetzt auch welche aus dem Busch gesprungen kommen, ey. Komm, einfach einmal voll machen, bitte. Ich finde das echt krass, dass in den Zapfsäulen immer noch Benzin ist und vor allem, du kannst da an jeder Tankstelle wirklich tanken. Das ist halt so geil. Nachdem halt schon jahrelang alles dem Untergang geweiht ist, so nach dem Motto. Das ist schon irgendwie ein bisschen, naja, komisch. Das ist nicht selbst regenerierendes Benzin, wahrscheinlich. Das wächst halt nach in der Zapfsäule, ne? Das ist so ganz modern. Oder unter der Zapfsäule ist direkt eine Raffinerie und ein eine Ölbohrquelle. Ohrbühl. Eine Ohrbühlquelle. Und wird direkt angezapft und verarbeitet dann wahrscheinlich. Ja, hast du jemals einen Arm verloren, Cope? Dann würdest du dich nämlich nach einer Flasche Whisky sehen oder nach zwei oder drei. Und in der Zwischenzeit halt ein... aus dem Weg mit dir. Und in der Zwischenzeit halt aus dem Weg mit dir. Hui! Das ist ja alles total Rosa, verrückt. Bist du da? Hier ist Dick. Soll schlafen. Dick, bist du das? Shit, sorry, Mann, ich wollte dich aufwecken. Ich war ein bisschen abkürzt. Oder nach einem ganzen Tag an der Schaufel schlafe ich ein, sobald ich mich hinsetze. Was willst du? Ich wollte nur mal nach dir sehen, Bruder, und okay, Ricky, ich bin bei Eden Hill und jede Menge Drifter sind hier. Mal schnell speichern. Kriegst du das hin? Speichern, bitte. Ich schätze, das werden wir bald rausfinden. Dicken Ende. Speichern? Hallo? Speichern? Warum macht er das denn jetzt nicht? Jetzt geht's. Okay. So, hier sind Drifter, ja. Dann spotten wir die doch mal. Quatsch! Ist keiner. Hört auf. Hört auf, mich hier schon zu sehen. Ihr dürft mich gar nicht sehen. Es ist Nacht. Ich gehe mal hier hoch. Vielleicht kann ich von oben ein bisschen besser spotten. Vielleicht kann ich sie auch verspotten. Das ist doch hier ein Busch, oder? Nee, ist kein Busch. Mal vorsichtig gucken hier. Ah, da ist einer, da ist einer. Nicht, dass hier oben welche sind. Das wäre natürlich ungünstig. Da ist einer. Ja, wie dringt man hier am besten ein? Das ist. Wie geht's dir? Gut. Alles super. Alles hier ist super. Alles hier ist cool, denn ihr seid nicht dabei. Da ist keiner, okay. Ja, ich glaube von hier könnte es eine gute Idee sein, einzudringen. Na, shit, da war eine Falle. Das gibt's nicht, habe ich nicht gesehen jetzt. Okay, so viel zum Thema reinschleichen. Oh, warte. Nein, was ist das? Jawohl, das war gut. Ah. Nein, 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 nein. Ah, scheiße. Wo sind sie, wo sind sie? Da hinten ist einer. Warte, ich brauche eine Waffe. Töte ihn! Töte ihn!
Stopp! Oh, verdammt! Stopp du auch! Mach doch, schieß doch! Jesus fucking! Au! Kommt schon, Jungs, ist das alles? Wir sind uns, hm? Ja, das könnt ihr besser. Das war gut. Alles klar, die Herren. Ihr wolltet also einfach mal bei uns ein bisschen rumballern. Ich glaube, es wird Zeit, dass ihr weiterzieht. Sehr schön, sehr schön. Ein bisschen Action so zwischendurch. Vielleicht nochmal heilen. Was? Ist hinter mir noch einer? Nee. Das gibt doch wieder Abzüge in der B-Note. Wenn ich hier so rumballer. Komm ich da ran? Ich weiß es. Wow! Ey, so nicht hier. Du Arschloch! Wie viele seid ihr noch? Ich habe ja gar keine Nahkampfwaffe mehr, sehe ich gerade. Ah doch. Ah. Komm her! Jawohl. Überlebenshinweis. Laute Schussgeräusche und Explosionen können ungebetene Gäste anlocken. Ach nee, wirklich? Ist das so? Der ist platt. Vielleicht nicht. Hä? Nein, nimm die Bärenfalle nicht mit, Idiot. Leg sie wieder hin. Leg sie hin. Ich will die nicht nehmen. So, ich glaube, ich habe die Zombies, also die Freaks und die Drifter miteinander bekannt gemacht. Oh, bewegt sich was. Nein, nein, nein. So ein Quatsch. Es wäre jetzt zu geil, wenn ich jetzt meine eigene Bärenfalle reingelaufen wäre. Ich will mich nur ranpirschen. Komm, dreh dich jetzt nicht um. Yes! Oh, das war's? Nein, da. Scheiße, da ist noch einer. Da klettern wir jetzt einfach mal hoch. Das geht natürlich wieder nicht. Wo will sie lang? Wo will sie lang? Warte mal, kann ich jetzt nicht sagen hier. Guck mal dahin. Macht sie ihn jetzt? Okay. Dann halt von der anderen Seite. Dann halt von hier drüben. Hier bist du. Guten Tag. Ah, nein! Okay, ich glaube, das waren alle. Ja, 90% immerhin. Dafür, dass es eigentlich in die Hose gegangen ist, meiner Meinung nach zumindest. Schon gar nicht schlecht. War okay. Kann man so machen. Oh, die hat eine Splittergranate dabei gehabt. Nicht schlecht. Okay, ich muss mich bei Ricky melden. Ich loote die mal so ein bisschen, die Leute. Ist erledigt. Die werden nicht mehr in der Gegend rumballern. Baseballschläger. Gott sei Dank. Ich sag's Iron Mike. Weißt du, wenn du so weitermachst, ist Mike im Handumdrehen dein bester Kumpel. Oh, scheiße. Bis dann, Deke. Da hinten ist Auflauf, Zombie-Auflauf. Da sollte man vielleicht nicht hingehen. Nicht so unbedingt. Vielleicht lieber hier lang. Usa, bist du da? Hier ist Dick. Muss wohl schlafen. Dick, bist du das? Shit, sorry Mann, ich wollte dich nicht aufwecken. Bruder, nach einem ganzen Tag an der Schaufel. So viel zum Thema Hitman-Gameplay, genau. Was willst du? Der Satz mit X war wohl nix. Nur mal nach dir sehen, Bruder, und naja, sicher gehen, dass du nicht wieder nachts mit einer Horde einen drauf machst. Ey, mach dir keine Sorgen. Als wärst du, wie Spaß herumfährt. Ey, ich muss jetzt pennen. LOL! Wir reden später. Ende. Busa muss los! Alter, habt ihr das gesehen gerade? Ich dachte erst, was ist denn das für eine komische, wabernde Masse?
Nein, nicht Jäger. Nicht schon wieder die hässlichen Hunde hier. Um Gottes Willen. Wann kriege ich endlich einen schnelleren Motor, dass ich vor den Viechern wegfahren kann? Wo führt mich eigentlich der Weg gerade hin? Oh, Alter, das ist ja am Anus von gar nichts. Warte mal, da müssen wir schnell reisen. Ja, so nicht. Wo kann ich denn, wo ist denn hier ein Schnellreisepunkt in der Nähe? Vielleicht so zum Hot Springs Camp vielleicht? Ach scheiße, kann ich nicht, geht nicht. Da muss ich mit mehr Benzin das machen. Okay. Warte mal, da unten ist eine Tankstelle. Ach komm. Das ist nicht wahr. Ah! War hier nicht noch eine? Da war noch. Ja. Kann ich die nicht einfach erschießen? Vielleicht einfach mal. Boah, was für ein Freeze. Für mich sehen die ziemlich ramponiert aus, Kopf, aber hey, wie du meinst. Und nichts gegen diesen krassen Kommerz, also ein neues Bike könnte ich gut gebrauchen. Mach doch! Wie lange lädt er nach, Mann? Wie lange lädt er denn nach? Oh Mann! Junge, das kann doch nicht wahr sein. Nee, nicht wirklich, oder? Wo ist denn jetzt mein Bike hier? Aber das ist jetzt... Okay, ja gut. Nee, die Mission wurde gespeichert. Ich wollte gerade sagen, das wäre es jetzt aber gewesen, ey. Wenn jetzt die Mission hier nicht gespeichert wurde. Vielleicht sollte ich mich mal heilen. Dann wäre sowas vielleicht nicht passiert. So, bei der nächstbesten Tanke halt mal an. Die nächste Tanke... Ja, das ist genau die. Oder warte mal, ich könnte auch einfach in die andere Richtung fahren. Dahin. Und dann einfach da tanken. Da, wo die Nester sind, ist bestimmt gut. Alter, das ist voll rutschig hier auf dem Schnee. Dann tanken wir da mal schnell auf und dann machen wir mal eine Schnellreise. Dann holen wir noch die Teile für Boosers Arm. Ich glaube, mehr mache ich heute nicht mehr. Aber was ist denn echt mit dieser Mission für die Ricky da? Das verstehe ich echt nicht, was da mit der Mission ist. Ich hoffe ja wirklich, dass ich das nochmal machen kann irgendwann. Ich muss das infizierte Gebiet hier noch ausräuchern. Nein, du musst tanken und dann schnell reisen, mein Freund. Oh shit. Ich glaube, es wird nichts mit dem Tanken. Nicht hier. Ich komme später wieder und. Ja, ich komme später wieder und tanke auf, genau. Im Notfall klatschen sie einfach ein bisschen Hack auf die offene Wunde. Genau, aus dem guten Medkit. Das gute Med einfach mal drauf klatschen. Alter, was machen die? Was macht diese Zombie-Horde hier? Vor allem, wie sie alle getriggert werden, ey, und mir hinterherlaufen. Ist auch zu gut. So, mal gucken, ob jetzt bei der Tankstelle wieder ein Hinterhalt ist. Tag. Das wäre jetzt schon irgendwie ein bisschen blöd. Frag doch mal höflich, warum die da im Rudel kuscheln. Warte mal, jetzt nicht falsch fahren. Ich fahre gerade an der Tankstelle vorbei, warte mal. Sind die immer noch hinter mir her, die Zombies? Das kann doch gar nicht sein. Na, ist hier wieder ein Hinterhalt? Dick, hast du die Jungs gefunden, die herumgeballert haben? Hey Mike, ja, ich hab sie gefunden und die werden nicht wiederkommen.
Hallo? Weiter tanken? Oh oh. Fahren. Nee. Das kann doch nicht sein, ey. Da waren doch gar nicht so viele Zombies. Da war doch höchstens einer, lol. Und plötzlich sind da Hunderte. Okay, ich würde sagen, mit diesem lustigen Fail beim Tanken ist an dieser Stelle diese Folge zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal und aktiviert die Benachrichtigung, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge Days Gone. Bis dann, ciao, ciao.